Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Frau Kollegin Schulze-Vöcking, Sie haben nach wie vor eine sehr verengte Sicht auf dieses Thema. Und was Sie uns gerade hier noch mal deutlich bestätigt haben, ist, dass Sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Nordrhein-Westfalen vorenthalten wollen, wo sich die schwarzen Schafe befinden. Ja, und das ist nicht und das ist auch ungerecht, gerade den Betrieben gegenüber, die gute Arbeit abliefern, gerade den Betrieben, die von Meisterhand geführt werden. Und das ist kein Misstrauen, sondern wir wissen genau, dass diese Betriebe überhaupt keine Probleme dabei haben werden, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und wir wollen mit diesem Kontrollbarometer gerade die Arbeit, auch die gute Arbeit der Lebensmittelkontrolleure hier in Nordrhein-Westfalen sichtbar machen. Und das ist im Sinne des Verbraucherschutzes in Nordrhein-Westfalen. Und das zeigt auch die hohe Akzeptanz des Pilotprojektes in Bielefeld und Duisburg. Und als Duisburgerin kann ich Ihnen auch sagen, nach ungefähr einem Jahr waren alle damit zufrieden und auch die Betriebe hatten damit umzugehen gelernt. Ja? Und deshalb ist diese dreijährige Pilotphase auch sinnvoll, in denen alle Beteiligten sich mit dem Ganzen vertraut machen können. Und danach bin ich mir sicher, dass auch dieses Kontrollbarometer, so wie in Duisburg und Bielefeld, hohe Akzeptanz erzielen wird. Und das ist kein Pranger, sondern das ist wirklich im Sinne eines Prüfsiegels, ein Prüfsiegel eines amtlichen Ergebnisses auf eine sehr einfache Art und Weise. So, und wenn wir hier über Transparenzgesetze sprechen, auch in anderen Zusammenhängen, ist es immer wieder Ziel, im Grunde genommen Transparenz zu erzielen, dadurch, dass man auf eine unkomplizierte Art und Weise Zugang bekommt zu öffentlichen Kontrollergebnissen. So, und deshalb, was Sie auch sagen, es ist richtig, dass die allermeisten Betriebe hygienisch einwandfrei arbeiten. Aber es ist auch richtig, dass jeder vierte Betrieb beanstandet wird. Und wenn Sie heute Morgen Radio gehört haben, wurde auf WDR 2 eine Lebensmittelkontrolleurin interviewt. Und die hat gesagt, dass es unter den Schmuddelbetrieben auch immer wieder Wiederholungstäter und Täterinnen gibt. Und gerade das sichtbar zu machen, ist Sinn dieses Kontrollbarometers und würde bei anderen Dingen nicht funktionieren. Und gerade diese Betriebe, die ohne große Sachkunde Lebensmittel verarbeiten und anbieten können, sind die Betriebe, die große Arbeit machen. Auch Arbeit machen im Sinne von Schulungen, die durch die Lebensmittelkontrolle vor Ort durchgeführt werden. Und durch dieses Kontrollbarometer wird sich dieser Bedarf verringern. Und ich denke auch, die Arbeitsbelastung der Kontrolleure und Kontrolleurinnen vor Ort wird sich auf ein angemessenes Maß einpendeln. Und wenn Sie sagen, dass mit der Dokumentation ist immer steht so im Vordergrund, dann kann ich nur sagen, ich kenne diese Debatte aus den 90er Jahren. Ja, und wie sagen die jungen Leute heutzutage, voll retro oder so? Weil wir haben diese Debatten geführt, als es darum ging, Managementsysteme einzuführen. Und was ist heute? Ein ISO-System nach 9001 oder eine 17025, um es mal hier zu sagen, ist heute ein Instrument zur ordentlichen Unternehmensführung. Und auch dieses Siegel ist ein Instrument, um seinen Betrieb vernünftig zu führen, weil es ist immer so, dass eine amtliche Kontrolle keine flächendeckende, repräsentative Aufnahme ist über den Hygienezustand aller Betriebe. Es bleibt eine Momentaufnahme und deshalb ist es richtig, die Dokumentation zu prüfen, weil dadurch, durch die Dokumentationspflichten, die auch heute schon da sind, es wird überhaupt nichts mehr dokumentiert, sondern es wird nur kontrolliert, dass diese Dokumentation auch durchgeführt werden. Aber die ist auch wichtig, um dem Unternehmer auch an die Hand zu geben, die Rückverfolgbarkeit überhaupt nachweisen zu können, gerade im Schadensfall, gerade im Falle von Skandalen ist es immer wieder wichtig, gerade für den Unternehmer in der Abwehr ja auch von Schadensersatzansprüchen lückenlos zu dokumentieren, wie die gesamte Kette war, vom Einkauf bis hin dann auch zum verzehrten Produkt. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Deppe? Ja, sehr gerne. Bitte schön, Herr Deppe. Vielen Dank, Frau Kollegin. Vielleicht könnten Sie ja mal diesem Haus und der Öffentlichkeit erklären, warum es sinnvoller ist, für einen Betrieb
und für den Kunden vor allem wichtiger ist, ob die Wäsche der Mitarbeiter zentral in einer Großwäscherei gewaschen wird oder privat zu Hause. Das ist ja offenbar ein wichtiges Kriterium. Vielleicht können Sie mal hier erklären, was das über den Hygienestatus eines Betriebes aussagt. Also das ist, denke ich, mehr ein Spezialthema unter Hygienikern. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist genau der gleiche Grund, warum im öffentlichen Bereich keine Handtücher ausgehängt werden, die man sozusagen mit nach Hause nimmt, um sie dort zu waschen, weil sie sicherstellen müssen, dass die Wäsche, die sie tragen, gerade im Lebensmittelbereich unter hygienischen Bedingungen gewaschen werden. So, und wenn Sie wie ich aus einem Haushalt kommen, der mit Lebensmitteln umzugehen weiß, dann wissen Sie auch, wie wichtig es ist, gerade sicherzustellen, dass Ihre Arbeitsmittel, dass Ihre Kleidungsgegenstände sicher und sauber sind. Und das hat nichts damit zu tun, ja, dass man das nicht will, sondern das ist sicherzustellen. Und das ist nicht sichergestellt, wenn die Kolleginnen und Kollegen ihre Kleidung mit nach Hause nehmen. Das ist schlichtweg so. So, und deshalb, ich bin nach all den Debatten hier in diesem Raum, kann ich nur sagen, die Vergangenheit und heute hat eigentlich gezeigt, dass Verbraucherschutz liegt bei uns in guten Händen und dass es so bleibt, da bin ich mir auch sehr sicher. Herzlichen Dank.